Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Aufgrund meines schlechten Internets hole ich mal ein altes Format von mir zurück, denn ich werde mal wieder meine Tales beantworten. Ich weiß ja nicht, ob dieses Video hier eine gute, also flüssig läuft. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Bevor ich anfange, möchte ich aber noch was kurz sagen, nämlich apropos schlechtes Internet. Es kann sein, dass ich morgen nicht streamen werde. Warum? Mein OBS hat die Verbindung von Twitch einfach beendet. Ich hab gestartet, wie immer hier, und er sagt plötzlich, dass die Verbindung mit Twitch einfach getrennt wurde. Also wenn ich das nicht hinbekomme, also wenn ich das jetzt nicht wieder hinbekomme, kann es sein, dass es morgen keinen Stream gibt. Schwierig. Naja, aber auf jeden Fall, legen wir los. Ich habe hier fünf Fragen von wahrscheinlich fünf Leuten. Könnte auch nur die eine und die... Ich habe keine Ahnung. Es ist ja Telonym. Telonym steht für Tells, also Fragen, dort in diesem Fall anonym. Ja. Okay. Die erste Frage. Schreib mal, welches Lied als letztes bei dir lief. Deutschrap tatsächlich. Als letztes lief mir tatsächlich Deutschrap. Genauer gesagt Hotbox von LX, Maxwell und The Kratos. Wenn man Kratos so, keine Ahnung. Davor von Bones MC Roadrunner. Und davor von Samra Schüsse im Regen. Also die drei. Weil ich, gehört hab halt. Kann man mal machen. Ich hörte tatsächlich eigentlich nur noch selten Deutschrap. Ganz selten eigentlich. Also ich höre generell selten echt nur noch Musik. Und wenn... keine Ahnung. So, nächste Frage. Hat dich ein Freund oder eine Freundin mal ausgenutzt und wie hast du es bemerkt? Das ist ein schwieriges Thema. Also ausnutzen. Ausnutzen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, ich hatte schon viele Fake-Freunde, ja. Aber ich hatte so richtig so ausnutzen. Ja, früher. Ja. 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 Damals war das so, dass ich einen Kumpel hatte. Der ist eigentlich immer, ich sag nicht Namen oder sonst irgendjemand, der ist halt früher eigentlich nur hergekommen, also um halt zu zocken, ne? Der hat halt hier immer nur, kam halt zu zocken, hat gezockt und ist halt wieder gegangen. Mittlerweile hat sich dies zwar verbessert, aber damals war das halt so. Aber sonst... ja. Okay, eine andere Person hat wegen Geld die ganze Zeit. Eine andere Person, bei der muss ich, mit der bin ich auch schon seit Jahren nicht mehr befreundet. Gut so. Die wollte immer nur Geld. Immer, hatte voll viel Geld dabei, ne? Aber immer musste ich dann zahlen. Alle. Egal was. Egal, immer ich. Also richtig so, ja. Hatte ich am Ende kein Geld mehr. Und hat auch bemerkt, dass sie mich ausgenutzt hat, komplett. Okay. Nächste Frage. Wie würdest du es finden, wenn sich dein Partner über deine Familie lustig machen würde? Also, ich habe keinen Partner, oder beziehungsweise eher Partnerin. Weil ich suche eher Frauen als... okay. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kann es mir auch nicht irgendwie vorstellen. Ich meine, keine Ahnung. Weiß nicht. So, sorry, deshalb mache ich direkt weiter. Frage 4. Wärst du gerne Influencer?
schwierig, weil definiere Influencer. Wenn jetzt Influencer einfach diese typischen, meinst du zum Beispiel mit Influencer eine Person, die zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Content hier Geld verdienen würde und also so, also wenn man das ist ja nicht Influencer, aber trotzdem, wenn du das damit meinst, dann ja. Wenn du aber wirklich dieses typische Ding von Influencer meinst, also die, wo auf Instagram oder so die ganze Zeit irgendwelche Produktwerbung und sonst was posten und damit eben Geld verdienen, weil sie eben Produkte, Werbung und so machen, dann nein. Nein, einfach nein. Nein. Ich möchte keine Werbefigur sein. Das würde mir persönlich auch keinen Spaß machen, die ganze Zeit irgendwas immer hochladen zu müssen. Hier, dieses neueste Produkt, diesen USB-Stick. Ha, dieser neue USB-Stick, der ist brandneu und es ist das Beste auf der ganzen Welt. Und deshalb schiebe ich mir jetzt hinten rein. Nein. Komm, Leute, nein. So, es... Nee. 18 plus Content abgehakt. Egal. Naja, ich ja nicht. Sehr grenzwertig. Nee. Nein. Und deshalb, last but not least, das Letzte, was du im Fernsehen geguckt hast. Muss ich kurz nachgucken. South Park. Also jetzt gerade kommt South Park. Genauer gesagt, die Folge mit George Lucas und Steven Spielberg, wo das mit Indiana Jones, für die South Park kennen. Ja, mehr kann ich halt nicht dazu sagen, weil, ja. Ist klar. So, das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr ein Like da lassen. Oder auch zwei. Oder auch drei, vier oder sonst irgendwas. Haut einfach irgendwas raus. Triggert den Algorithmus, Leute. Triggert den Algorithmus. Weil das Ding ist, in den meisten Videos ist es halt so, klar, kaum irgendwelche Aktionen und so. Und YouTube sagt dann, ja, das ist nicht interessant und schlägt meine Videos deshalb nicht vor. Weshalb es dann passiert, dass dann die Videos nicht so viele Aufrufe bekommen. Und das ist schade. Ja. Also lasst gerne ein Like da. Abonnieren weiß ich gerade persönlich nicht, weil es ist kritisch, weil wenn man hier abonniert, dann kann es sein, dass ich am Ende nur noch mehr inaktive Abonnenten habe und das möchte ich erstmal nicht. Ihr könnt mir aber auf TikTok folgen. Auf TikTok, da heiße ich, ich weiß nicht, wie ich auf TikTok heiße. Das ist das Problem, wenn ich mich überall umbenenne. Okay, und auch auf Twitch. Ihr könnt mich auch auf Twitch folgen. Dänemar218, glaube ich, heiße ich dort. Na? Dort versuche ich ja des Öfteren zu streamen. Ich wollte ja eigentlich auch morgen streamen, oder ich versuche es zumindest immer noch. Auf jeden Fall würde ich sagen, auf Wiedersehen.